Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Einen Vorteil hat es schon, Frau Ministerin, wenn wir jetzt den Bericht von 2015 diskutieren. Wir können nämlich daneben legen, was 2016 alles passiert ist. Und Ihr Haus arbeitet da ja sehr transparent. Wir haben Mitte 2016 einen Bericht bekommen, was das BMVG denn alles tun möchte, und haben Ende 2016 von Staatssekretär Grübel einen Bericht bekommen, was es bereits alles getan hat nach dem Bericht des Wehrbeauftragten 2015. Und bei diesen Berichten wird eines deutlich. Die Ministerin legt nicht die Hände in den Schoß. Und wir im Parlament ziehen nicht die Köpfe ein und warten vielleicht, dass das Unwetter der Sicherheitslage an uns vorüberzieht und wir bei schönem Wetter und Frieden und Sonnenschein wieder aufwachen. Nein, sondern es ist deutlich, wir haben gemeinsam gehandelt, die Bundeswehr besser für ihre Aufgaben heute auszurüsten. Der Bundeshaushalt ist bereits angesprochen worden. Ich kann auch beispielhaft mal ein paar Elemente nennen aus dem Bericht des Staatssekretärs Grübel. Nehmen wir das Beispiel, schon heute öfter angesprochen worden, den Mangel an geschützten Fahrzeugen. Im letzten Jahr sind über 1000 PKWs und LKWs neu zugelaufen. Nehmen wir mal das Beispiel der Kampfausrüstung, auch immer wieder von den Soldaten bemängelt. Im letzten Jahr sind zugelaufen 5.000 Sätze an moderner Kampfbekleidung und 5.500 Schutzwesten für die Soldaten. Nehmen wir mal das Beispiel Personal. Ein Talentpool wurde eingerichtet. Möglichkeiten der Online-Bewerbung wurden verbessert. Über viele Werbemaßnahmen stolpern wir ja tatsächlich jeden Tag, wenn wir durch die Straßen gehen. Die mögen jetzt nicht jedem gefallen, aber es ist vielleicht nicht jeder von uns in der entsprechenden Zielgruppe. Nichtsdestotrotz, die Zahlen geben ja der Ministerin recht, die Bewerberzahlen die Bewerberzahlen steigen und der Frauenanteil innerhalb der Bundeswehr steigt auch. Meine Damen und Herren, es ist nicht alles gut und schön bei der Bundeswehr. Das will ich auch gar nicht mit diesem Statement zum Ausdruck bringen. Wir haben einige Probleme, die strukturell bedingt sind. Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das Aufgabenspektrum hat sich massiv verändert. Vor 3 Jahren hat niemand hier eingeplant, dass die Bundeswehr mit einem Bataillon nach Litauen verlegen wird. Sie tut es doch. Sie tut es gut. Sie muss es tun, obwohl ihre Strukturen nicht darauf ausgelegt sind. Das führt zu Engpässen bei Personal, das führt zu Engpässen bei Material. Aber, meine Damen und Herren, nicht alles das, was der Werbeauftragte des Bundestages aufgeschrieben hat, hängt mit der veränderten Sicherheitslage zusammen. Wenn wir in dem Bericht lesen, dass in einer Kaserne eine Wasserversorgung nicht richtig funktioniert und ständig Legionellen auftreten, dann ist da nicht Russland und der IS daran schuld. Oder wenn wir lesen, dass ein Vorgesetzter seinen Untergebenen als Wurst bezeichnet, dann ist das schlicht und einfach fehlende Führungsverantwortung, und daran muss die Bundeswehr arbeiten. Und wenn ich unter 2016 den Strich ziehe, dann kann ich feststellen, dass die Bundeswehr 2016 jeden Tag besser geworden ist. Aber um diesen Prozess auch weiter fortzusetzen, müssen Probleme benannt werden. Und das Ministerium tut es, wir tun das hier alle im Parlament, und der Wehrbeauftragte tut das. Und deswegen freue ich mich, meine Damen und Herren, auf den Bericht, den er nächste Woche vorlegen wird für 2017. Es wird wieder eine Menge Ansatzpunkte auch für unsere Arbeit geben. Aber dafür sind wir auch da. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.